Nach wochenlangem Stillstand atmen die Niederlande endlich wieder auf. Trotz einer Inzidenz von über 1300 werden die strengen Maßnahmen ab heute gelockert. Geschäfte und Friseure dürfen wieder öffnen. Ja, das ist sicher alle. Das war eine elende und schwierige Zeit. Wir haben viele verschiedene Dinge getan, um irgendwie die Einnahmen zu halten. Eine neue Normalität gibt es auch in Dänemark und Spanien. Trotz Rekordzahlen will die Regierung eine Grippalisierung angehen. Corona soll behandelt werden wie die Grippe als wiederkehrende Krankheit. In Deutschland warnt man jedoch noch davor, Corona vorschnell zu verharmlosen. Zwar gehen die Einweisungen auf die Intensivstationen zurück, für Gesundheitsminister Lauterbach jedoch kein Grund, um aufzuatmen. Ich glaube, dass wir jetzt in ein schwieriges Fahrwasser kommen. Die Krankenhäuser werden an ihre Belastungsgrenze kommen, die Labore werden an ihre Belastungsgrenze kommen. Und gerade für die müsse es angesichts der explodierenden Omikron-Zahlen eine Lösung geben, so Kassenärztechef Andreas Gassen. PCR-Test werden wir perspektivisch tatsächlich für die wirklich Erkrankten brauchen und reservieren müssen, dann mit Priorisierung im Hinblick auf diejenigen, die vielleicht freigetestet werden können und wollen, weil sie im Job gebraucht werden. Das betrifft besonders Angestellte der kritischen Infrastruktur. Um diese zu entlasten, hoffen die Experten weiterhin auf eine steigende Impfquote. Dabei könnte der neue Novavax-Impfstoff helfen. Dieser wird Ende Februar verfügbar sein, so Lauterbach. Denn den aktuellen Impfstoffen vertrauen immer noch sehr viele Menschen nicht. Einer dieser Vorbehalte ist eben der Vorbehalt gegen den sogenannten mRNA-Impfstoff. Und insofern glaube ich auch, dass sich noch etliche davon überzeugen lassen, sich impfen zu lassen. Eine neue Normalität wie in Dänemark oder Spanien erhoffen sich viele auch für Deutschland. Den sogenannten endemischen Zustand erwartet die Bundesregierung voraussichtlich zum Ende des Jahres.